So, hallo, ich bin's, der René Pervers mit einer neuen Folge Eintagsfliegen TV. Und ich fange jetzt mal an, die Sorten von Betrucan-Cannabis genauer vorzustellen. Mir ist aufgefallen, dass das zumindest auf Bild und Ton so noch keiner gemacht hat. Es gab schon einzelne Sortenbeschreibungen, unter anderem vom DHV, unter anderem von diesem Max Plehner. Da gab es dann noch einige Korrekturen zu machen, allerdings wurden die mittlerweile auch gemacht. Berufen wird sich dabei natürlich jeweils auf die Firma Betrucan selbst, die auch ich jetzt hier im Hintergrund, was ich euch noch zeigen werde, natürlich aufgeschlagen habe. Heute geht es um die erste Sorte von der Firma Betrucan, nämlich Named Itself Betrucan. Das heißt, sie haben die erste Sorte damals nach ihrer Firma auch benannt. Die Firma heißt Betrucan, die erste Sorte hieß Betrucan. Damals ging sie an den Start mit 18% THC, mittlerweile ist sie ausgezeichnet mit 22% THC. Speziell diese Dose hat allerdings 23,1% THC. Ich werde euch das kurz zeigen. So, man hat hier praktisch, ich habe einfach auf Google ganz einfach die Charge-Nummer eingegeben und dann kommt hier eben dieser Laborbericht direkt aufzurufen und da stehen eben alle Informationen drin, auf was das alles getestet worden ist, wie viel Prozent dies, das, bla bla. Und hier steht eben, also 22% sollten es sein und 23,1% hat diese Charge letztendlich erwischt an THC. So, die anderen Inhaltsstoffe, eben Cannabidiol und Cannabinol, jeweils mit 0,1% angegeben. Der Inhalt der Dose mit 5,01 Gramm angegeben. So, dann schauen wir uns das mal an. Es ist auch die einzigste Sorte, die wir in richtigen Blüten bekommen. Eigentlich ja auch noch das Betrobinol, allerdings. Beim Betrobinol ist es tatsächlich so, dass das meistens schon so trocken ankommt und auch so einfach so fluffig gewachsen ist, dass es eigentlich schon, ja, also man könnte sagen, es ist eigentlich schon eher gebröselt, zumindest wenn man es aus der Dose rausnimmt. Ich hatte schon zwei, drei Dosen Betrobinol, wo die Blüten noch relativ in Ganzem waren, allerdings das meiste Betrobenol ist doch meistens ziemlich ruhig. Aber wir bleiben ja heute beim Betrucan, weil das Betrobenol stelle ich da noch extra vor. Also ich werde es auch mal kurz hier auslernen. Es ist also auch wirklich die einzigste Sorte, die überhaupt so nuggetmäßige Blüten praktisch abwirft. Wir haben das sonst eigentlich gar nicht. Also entweder das ist schon granuliert oder es ist eben wie das Betrobenol schon ziemlich ruhig. Wobei ich auch sagen muss, für das, was ich von Betrucan kenne, ist auch hier ziemlich viel Kleinzeug dabei für meinen Geschmack. Entweder die Dose liegt jetzt schon eine Weile und es ist deswegen schon recht trocken. Ja, es fühlt sich auch trockener an wie sonst. Also, ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Also, es sind auf jeden Fall auch Nuggets. Ich persönlich halte nicht so viel von dem Betrucan. Ich mache das jetzt eigentlich nur aus einem Grund. Erstens habe ich die anderen Sorten zu oft schon geraucht. Das heißt, ein bisschen Abwechslung soll sein. Geschmacklich ist es gut. Geschmacklich erinnert es an Haze. Es ist halt der Strain, der sich am meisten auf den THC-Gehalt konzentriert, da THC eben viele Jahre lang als wichtigster Bestandteil von Cannabis gesehen worden ist. Bin ich jetzt der Meinung, hat man da eben einfach sich mal auf einen hohen THC-Wert konzentriert. So, dann gehen wir mal auf die Betrucan-Seite selber. Hier sieht man eben schön, wie die ihre Inhaltsangaben praktisch angeben. Man sieht schon, also es ist hier eine Skala von 1 bis 20 und es bewegt sich, also egal welches Cannabinoid, also die höchste Skala-Ziffer, die hier getroffen wird, ist zwischen 5 und 6. Also da wurde sich tatsächlich anhand der Cannabinoide am meisten eben auf das Tetrahydrocannabidiol konzentriert, eben auf das THC, was hier eben angegeben wird mit mindestens 22% THC. Ja, nur zum Vergleich, man sieht es jetzt eben auf einer Skala von 1 bis 20. Es bewegt sich, alle Cannabinoide bewegen sich im unteren Bereich, eben außer das THC, das ist ganz weit oben angesiedelt. Mir persönlich wäre es recht, wenn da tatsächlich Milligrammangaben drauf wären, wie jetzt bei irgendwelchen Lebensmitteln, die dreht man um, dann sieht man hier Inhaltsangabe, so und so viel Milligramm auf 100 Gramm das, so und so viel das, so und so viel das. Das kann man doch bei Cannabis, zumindest sollte man dies meiner Meinung nach auch tun, weil erst dadurch ergibt sich dann überhaupt eine wirkliche Möglichkeit für sich selbst herauszufinden, was brauche ich denn als Patient? Welche Cannabinoide tun mir besser oder hier helfen mir besser und welche merke ich eher kaum oder gar nicht. Bei mir zum Beispiel ist es tatsächlich so,
dass das stärkste Gras, nämlich also vom THC-Gehalt das höchste, das Betrokan, eigentlich am wenigsten Wirkung zeigt. Wahrscheinlich die Erklärung daran, die anderen Cannabinoide sind eben doch bei einer Skala auf 1 bis 20 im unteren Bereich, bei höchstens 5 bis 6 angesiedelt, was natürlich gut, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, für mich persönlich ist es ein Anhaltspunkt, dass ich eben nicht nur auf THC oder eben THC für mich eigentlich eine eher untergeordnete Rolle spielt, da zum Beispiel Sorten wie Bedica oder Betrubinol, deren andere Cannabinoide viel höher, da ich bei der Skala von 1 bis 20 sind, die so bei 15 bis 20 haben die teilweise manche Cannabinoide. Und ich persönlich habe halt gemerkt, dass mir diese Sorten teilweise viel besser helfen. Also sie machen mich, auf Deutsch gesagt, viel mehr breit stoned. Wobei das hier ja auch eine Sativa ist, laut Betrokan auch ein Jack Hira von Sensaseed, aber von ihren Growern, also von den Betrokan hauseigenen Growern, eben noch ein bisschen spezifiziert für ihre Bedürfnisse, was auch immer. Auf jeden Fall, erst durch solche genauen Inhaltsangaben kann ja auch ein Patient sich an was festhalten und sagen, okay, das hat diese Sachen und es hat so gewirkt, das hat diese Inhaltsstoffe und diese Mengen davon und es hat so gewirkt. Ohne diese Vergleiche, die auch wirklich wissenschaftlich durch wissenschaftliche Tests auch praktisch nachweisbar sind, haben wir gar keine Anhaltspunkte. Man kann sagen, ja, diese Sorte hat mich mal voll geturnt, jetzt macht der nächste Grower auch so eine Sorte und es ist die gleiche Sorte, aber es turnt mich nicht so. Warum? Weil die Inhaltsstoffe, die Cannabinoide eben doch andere sind oder eben in einer anderen Zusammensetzung, in anderen Mengen. Es ist ja nicht standardisiert. Und da will ja Betrokan eine Vorreiterrolle spielen. Also denen ihre Sorten sollten schon standardisiert sein. Ob das natürlich immer 100% geht, wage ich zu bezweifeln. Denn die Laborberichte von Betrokan selbst zeigen ja, dass da Schwankungen von bis zu 6-7% THC vorkommen. Also allein beim Betrokan, bei diesem Strain, gab es schon 19%. Jetzt diese Dose eben 23,1, aber es gab schon bis zu 26% THC. Das sind dann 7 Punkte Unterschied. Das ist natürlich schon extrem für ein standardisiertes Medikament, finde ich jetzt, da man ja teilweise wirklich jede 2% nimmt man spürbar als veränderte Wirkung. Stärker oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, veränderte Wirkung, meiner Meinung nach, so 2-3% merkt man immer eine andere Wirkung. Also es ist schon extreme Schwankung, meiner Meinung nach. Aber gut, Fakt ist auf jeden Fall, das ist unser Betrokan-Strain. Es sind Nuggets, ich persönlich finde ihn nicht so gut, nur weil er viel THC hat, heißt es nicht, dass die Wirksamkeit gleich so toll ist. Ich werde jetzt nach und nach alle Sorten vorstellen, eben im Videoband und eben hier mit den Betrokan-Informationen dazu und eben auch mit den Laborberichten. Aber warum mache ich das? Weil Tweed hat angekündigt, beziehungsweise Tweed hat die Zulassung für Europa bekommen. Tweed ist der Partner von Betrokan, allerdings bisher nur in Kanada. Jetzt haben die aber die Zulassung für Europa bekommen, für den europäischen Markt. Das heißt, es werden wohl angeblich zumindest ab diesem Jahr August, also schon in ein paar Tagen, soll es möglich sein, diese Kanada-Tweed-Sorten ebenfalls nach Deutschland zu importieren. Da kommt was auf uns zu. Da sind nämlich ein paar Sorten dabei, nicht nur 4, 5, 6 wie bei Betrokan, sondern sagen wir mal 10, 15, 16 Sorten. Auch Öle, ob die natürlich auch so schnell hierüber importiert werden, ist eine andere Frage. Ich kann es nur hoffen, dass alles hierüber kommt, weil da ist endlich mal ein bisschen Auswahl vorhanden. Und ja, deswegen stelle ich jetzt nach und nach so die Sorten vor. Natürlich jetzt dazwischen wird es auch mal Pause geben, dazwischen wird es auch mal wieder andere Sendungen geben, weil kostet natürlich im Augenblick noch eine Menge Geld und dementsprechend werde ich auch nur nach und nach die Sorten vorstellen. Und zwar erstmal jetzt alle Betrokan-Sorten und sobald es dann die Tweed-Sorten gibt, dann die eben auch nach und nach. Für die werde ich natürlich noch gucken, ob es Laborberichte gibt, wo man die einsehen kann, dies, das, bla bla. Wenn ihr die Laborberichte einsehen wollt von euren Charges, einfach die Chargennummer bei Google eingeben, dann kommt automatisch, also man kann diese Berichte so finden und da kann man dann alles nachlesen, man kann auch nochmal die Chargennummer vergleichen, dass es auch wirklich dieselben Dosen sind, die man da im Bericht auch sieht. Und ja, ich stelle jetzt die Sorten vor, man darf aber eins nicht vergessen, die Meinung, die ich hier sage, ist immer noch eine persönliche Meinung. Also wenn ich sage, mir persönlich hilft der Betrokan-Strain nicht so sehr, obwohl er viel THC hat, ist es immer noch eine persönliche Meinung. Es kann natürlich sein, dass andere sagen, was labert der für ein Scheiß, ich finde das Bedica ist voll der Rotz, ich finde das Betrubinol ist voll der Rotz und das Einzige, was gut ist, nämlich das Betrokan, redet der da voll schlecht. So würde ich das nicht sagen und so würde ich es auch nicht sehen. Es ist einfach eine persönliche Meinung. Mir persönlich hilft dieses Betrokan am wenigsten, auch wenn es mit am besten aussieht, mit am besten riecht und teilweise auch, es schmeckt halt so hazy-wazy, es schmeckt halt sehr gut, finde ich jetzt. Aber, also von den Sorten, die wir so haben. Aber es
bei mir persönlich wirkt es recht wenig. Liegt eben vielleicht auch an diesen extrem kleingehalten, doch sehr kleingehaltenen Mengen von Cannabinoiden an sich, die eben bei den anderen Strains, die ich euch noch vorstellen werde, in der Skala von 1 bis 20 eben doch weit höher angesiedelt sind. So, also geschmacklich ist es nicht schlecht, blütenmäßig ist es auch nicht schlecht und alles, aber von der Wirkung her, für mich persönlich, vielleicht liegt es auch an der Krankheit ADHS, ich kann damit nicht so viel anfangen, weil es, ich brauche einfach irgendwas, wo mich stoned macht, und da ist einfach dieses Betrokan nicht das Richtige. Dazu habe ich aber auch folgendes Video schon online, nämlich Sativa und Indica. Da gehe ich auch nochmal drauf ein, warum das eventuell der Fall ist, dass mir eben dieses Betrokan nicht so sehr hilft, weil es eben mostly Sativa ist. Ja, die meisten Cannabis-Strains sind heutzutage E-Hybriden, und wenn es nur 5% ist, gemixt, aber es ist gemixt, und das ist wahrscheinlich eben, also Jack Hero ist auch ein Hybrid, aber eben mostly Sativa, und die Sativas, denen fehlt halt eben ein bestimmtes Terpen namens Mirzen, das macht eben, sorgt für dieses Stoned-Gefühl. Betrokan hat zwar Mirzen, allerdings sehr wenig im Vergleich zu den anderen Sorten, gerade im Vergleich zu Bedica und auch gerade im Vergleich zu Bediol hat es sehr wenig Mirzen. So, also das war's zumindest mal. Ich hoffe, dass ich diese Strain-Sorte Betrokan einigermaßen gut beschrieben habe. Rauchen tue ich es übrigens auch. Da wir hier leider noch kein 4D-Internet haben, könnt ihr es nicht riechen. Ihr könnt auch leider nicht stoned werden davon. Ja, holt euch eine Erlaubnis. Cannabis ist Medizin, legalisiert. Ja, wir Patienten bilden das Fundament für eine Legalisierung, und jeder, der was anderes sagt, der ist blind. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Folge kommt so schnell wie möglich. Dann gibt es die Sorte Betrobinol oder Bedica. Das schauen wir mal noch. Ich gehe so von oben Richtung nach unten. Die stellen wir dann auch vor. In diesem Sinne, legalize it und goodbye.